Ich hatte meinen Mann auf dem Traumschiff kennengelernt, wo er Hotelmanager war. Und wir hatten uns dann ein einziges Mal hinterher getroffen und haben gesagt, das geht nicht, das darf niemand erfahren. Ich gehe jetzt in mein Leben zurück, du in deins, ruf mich nie wieder an, das alles ist nicht passiert. Und er hat mich zum Flughafen gebracht und ich habe nochmal geschaut, da hat er natürlich auch geschaut, mir liefen die Tränen und er ging dann weg und dann stand hinter mir in der Schlange Holm Dressler, der Produzent, mit dem ich kurz vorher in irgendeiner Sendung zu tun gehabt hatte. Und in meiner Not, und da ich eh schon weinte, bin ich dem einfach um den Hals gefallen und habe gesagt, mir geht's gerade so schlecht, aber gut, dass du da bist. Und ja, ich habe den seit 22 Jahren nicht mehr gesehen. Was würdest du ihm heute sagen, wenn du ihn sehen würdest? Danke, dass du mich damals aufgefangen hast. Und Na, alles ist gut geworden. dann mach das jetzt. Holm Dressler ist heute Abend hier. Oder? Hi, Hallihallo. Das ist ja unglaublich, dass Hallo. Sich gar nicht verändert. Heute war ich nicht. Nein, heute ich bitte darum. Ist alles gut. Wie schön, dich bitte zu sehen. Genau. Bitte nehmen Platz, Holm. Gut, alles klar. Was? 22 Jahre habt ihr euch nicht mehr gesehen. Ja. Als ob es gestern war. Genau. Erinnerst du dich da wirklich dran? Doch, tatsächlich. Ich weiß zwar nicht mehr den Anlass meines Flugs oder ob ich damals bei der Flughafenmission gearbeitet habe und das mein Job war. Nein. Wir flogen nach Köln, das weiß ich. Okay. Ja, richtig. Und wir haben ja dann auch uns ein paar Mal noch getroffen, auch beruflicher Art. Und die Talkshow, weiß ich noch, wo wir uns kennengelernt haben. Nämlich? In Stuttgart war das. Okay. Das war zum Thema Stars und ihre Macher. Wow, und ich wurde da auch eingeladen. Und da haben wir uns kennengelernt und in der gesamten Runde anschließend dann auch noch zum Abendessen gewesen. Und das war es dann eigentlich, bis ja. dann der große Flughafenauftritt kam, für den ich... Wo ich dir einfach um den Hals gefallen bin. Und ja. du hast mich aber den ganzen Flug über irgendwie beruhigt und Wobei, getröstet. Ja, ich wusste natürlich den Grund auch nicht. Ist es so, ich nahm es ja so auf mich. Aber nein, ich war nicht der Grund des Weins. Aber ich habe dann schon spontan gemerkt, dass es dir irgendwie was an die Nieren gegangen ja, ist. Ja, auch super, weil wir heulen mal und brauchen dann mal Trost am Flughafen. Das war sehr nett, dass du hinter mir in der Schlange standest. Mittlerweile ist ja Hera über 20 Jahre mit ihrer großen Liebe von damals, ja, die sie eigentlich verlassen ja. wollte, verheiratet mit Engelbert ja. Lein, ein ganz, ganz lieber Freund. Und heute Abend könnt ihr drei euch zusammen beim Abendessen ein bisschen austauschen. Oder zu viert. Ich glaube, deine Gattin ist ja. Ach, wie auch schön, hier wie im Haus. Schön. Genau, richtig. Und dann geht ihr zusammen Abendessen und sprecht über die alten Zeiten. Ich finde es toll, dass ja. du... Und du erzählst mir, was da wirklich war. Ja, es ist ja alles letztlich gut. Ja. Abschließend genau. möchte ich von Hera natürlich noch wissen, gibt es neue Projekte? Was machst du gerade? Ich mache nur noch Tatsachenromane, wahre Geschichten. Und sehr, sehr spannende Schicksale, die mir Menschen zukommen lassen, die sie mir erzählen oder schicken. Und mein Mann und ich, wir machen Schreibseminare bei uns in Salzburg, in meiner Romanwerkstatt, in der Wohnung. Und es kommen pro Wochenende 8 Teilnehmerinnen. Und sie werden beköstigt, bekocht, bewirtet von meinem Mann. Und wir machen 3 Tage Seminar, Schreibseminar. Und das ist auch für meinen Mann und mich natürlich eine wunderschöne gemeinsame Beschäftigung. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Einmal an Holm Dressler, den ich in einer der nächsten Sendungen als Gast habe. Natürlich auch bei Hera Lind, die uns Einblicke in ihren ersten Momente, in den First Moments gegeben hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in Bälde wieder und ich wünsche eine gute Zeit und einen guten Appetit heute Abend beim Abendessen ja, und tauscht euch aus und stellt euch gegenseitig die neuen Partner vor. Dankeschön. Tschüss, auf Wiedersehen.